Stellt euch vor, einsame Insel, gestrandet zu zweit. Und ich spreche nicht von der blauen Lagune-Romantik, sondern einfach einer weiteren zufällig anwesenden Person, die mit dieser Gesamtsituation überfordert und unzufrieden ist. Und ihr müsst euch entscheiden. Werft ihr diese Person einfach wieder ins Meer zurück, um eure Ruhe zu haben und euch nicht ein Ohr abkauen zu lassen? Oder schenkt ihr diese Person euer Ohr und eure Aufmerksamkeit? Und das freiwillig und wirklich gern. Dann seid ihr so manchen Österreichern in Bezug auf soziale Kompetenz einen Schritt voraus. Macht euch diese Begabung, auf Menschen zugehen zu können und ihnen hilfreich beiseite zu stehen, zum Beruf. Lebens- und Sozialberater heißt das. Und mit einer fundierten Schulung habt ihr auch das Rüstzeug, um sie durch Krisenzeiten zu bringen. Das können ganz vielfältige Situationen sein, nicht nur die drei typischen Lebenskrisen des Mannes: Frau weg, Geld weg, Kratzer im Auto. Ich selbst bin als Arzt eher für all jene zuständig, die keine Möglichkeiten hatten, ihr Leben in den Griff zu bekommen und nun an den Spätfolgen laborieren. Wer aber psychisch und sozial gesund ist, der benötigt deutlich seltener medizinische Betreuung und Medikamente. Was mich aber dann selbst in eine berufliche Krise stürzt. Dann weiß ich aber zumindest, an wen ich mich wenden kann.